Die Innenminister, allen voran Herr Seehofer, haben sich ausgedacht, mit einem sogenannten Darknet-Gesetz Internetdienste kriminalisieren zu wollen, die ganz wichtig sind in unserer Gesellschaft. Zum Beispiel, damit Whistleblower vertraulich kommunizieren können, damit Menschenrechtsorganisationen in Diktaturen geschützt arbeiten können, damit Stalking-Opfer keine Angst vor Aufspürung haben müssen, aber auch ganz einfach, damit man am Homeoffice verschlüsselt mit seinem eigenen Arbeitgeber arbeiten kann. Und dieses Gesetz droht, die Internetdienste zu zerstören und zu gefährden. Das macht mich richtig wütend. Wir müssen verstehen, dass wir Anonymität und Verschlüsselung fördern müssen, weil sie die Grundlage für freie Kommunikation in unserer Gesellschaft bilden und sie nicht zerstören dürfen.